Liebe Zuschauer, Sie sehen eine neue Ausgabe von Güstrow TV. Herzlich willkommen zu 20 Minuten Neuigkeiten und Informationen aus unserer Balachstadt. Ja, und Neues gibt es beispielsweise aus dem Schloss zu berichten. Dieser Tage wurden dort neue Räume für die Museumspädagogik bezogen. In unserem ersten Beitrag werfen wir einen Blick in die kreative Kunstwerkstatt. Viel Arbeit für Museumspädagogin Monika Lehmann im Schloss. Als etwas tüdelige Herzogin erzählt sie auf der Feier zur Verabschiedung der Viertklässler aus der Kerstin-Grundschule eine heitere Schlossgeschichte. Minuten später ist sie wieder Museumspädagogin und begrüßt Schüler der Anne-Frank-Schule am ersten Tag in den neuen museumspädagogischen Räumen. Die befinden sich in der historischen Schlossküche, die die Güstrower noch als Café kennen und in der später die archäologische Ausstellung zu den Funden beim Bau der Erdgastrassen durch Mecklenburg gezeigt wurde. Nun soll der helle und großzügige Bereich von kreativen Geistern allen Alters genutzt werden. Das Raumkonzept ist so, dass ich zunächst einmal ein Farbkonzept erstellt habe, um eben auch die Impulse für die Kinder so einzuordnen, dass man beides auch noch gut miteinander verbinden kann, historisches Schloss, moderne Einrichtung, historische Räume und dann in der Mitte als konzentriertes Kunstobjekt eine Fluxusbar des Künstlers Ben Pettersen. Und damit war vorgegeben, wie die Strukturen so sein müssen. Wir haben einen Aktivbereich, in dem können bis zu 30 Kinder arbeiten, und dann haben wir einen Werkstattbereich, der sich genau auf der anderen Seite befindet. Dort steht eine Druckerpresse, dort wird sich das noch entwickeln, das ist also auch noch nicht fertig. Da will ich also eine Schreibwerkstatt vielleicht noch, also noch so einen schönen Stehpult oder irgendwie sowas. Also es gibt noch viel Ideen, es ist lange noch nicht fertig, Fluxus heißt fließend, und also das Konzept fließt noch und es wird sich in den nächsten Wochen und Monaten noch verändern. Fluxus steht für eine Kunstrichtung, die in den 1960er Jahren große Bekanntheit errang. Zu ihren Vertretern gehören namhafte Avantgarde-Künstler wie Emmett Williams, Yoko Ono oder Joseph Beuys. Nach dem Fluxus-Vorbild sollen sich in der Bar die bildende Kunst ebenso wiederfinden wie Musik, Theater oder Video. Dabei möchte Monika Lehmann neben Kindern und Jugendlichen als neue Zielgruppe auch die 20- bis 40-Jährigen ansprechen. Wichtig ist der Museumspädagogin die enge Verbindung zur Geschichte des Schlosses. Für ihre Vorhaben kann Monika Lehmann auf einen kleinen Mitarbeiterkreis bauen. Also ich habe mir ja schon langfristig einen kleinen Mitarbeiterstab aufgebaut. Es ist einmal die Diplom-Designerin Rika Bünning, die ich durch die Ikulea kennengelernt habe, weil dort sind wir ja auch ziemlich viel unterwegs. Und Rika hat sich spezialisiert auf Renaissance- und Mittelalterspiele und bietet diese Workshops und Projekte auch innerhalb der Museumspädagogik an. Dann habe ich Ibo Beck, die ja in Güstrow ziemlich bekannt schon ist, die vor allen Dingen Origami in der Stadt macht, und bei mir ist sie aber schwerpunktmäßig für den Tanz zuständig. Dann Corinna Storm, die ist allen bekannt. Corinna ist ja ein ganz, ganz aktives Schlossmädchen. Und die jüngste im Bunde ist Monika Bendig. Monika Bendig wird jetzt also komplette Museumspädagogik übernehmen, auch mit Führung. Wir sind gerade in der Vorbereitung, wir arbeiten gerade an Konzepten und sie trainiert auch gerade, also Führung durchzuführen. Und ich denke, im Herbst wird sie dann auch als eigenständige Museumsmitarbeiterin hier auf Honorarbasis arbeiten können. Übernommen in die neuen Räume wird der Museumsclub, dessen Mitglieder sich außerhalb der Ferien einmal in der Woche treffen. Neu aufgelegt und weiterentwickelt werden soll das Projekt Kinder führen Kinder durch das Schloss. Mit der Kerstin-Schule steht ein Kooperationsvertrag kurz vor dem Abschluss. Vorgesehen ist, den Kunstunterricht einmal in der Woche in das neue Kabinett zu verlegen. In einer neuen Reihe, Künstler zu Gast, sollen vorwiegend Kunstschaffende aus der Region Workshops oder Projekttage anbieten. Den Anfang machte bereits die Malerin Grit Sauerborn. Aber auch künftig steht das kreative Kunstdomizil Kindertagesstättengruppen und Schulklassen offen. Also wir nutzen schon seit Jahren hier die Möglichkeit, mit unseren Schülern der Anne-Frank-Schule zu Frau Lehmann zu kommen und die Angebote hier zu nutzen. Frau Lehmann versteht es sehr gut, uns die Geschichte Mecklenburgs nahezubringen. Sie kann sich sehr gut auf die Besonderheiten unserer Schüler einstellen. Wir waren ja zuerst in den vorhergehenden Räumlichkeiten. Wir haben einen Rollstuhl in der Klasse, da fiel uns das immer ziemlich schwer, die Treppen zu bewältigen. Der Schüler konnte dann auch viele Möglichkeiten, wie gesagt, nicht nutzen. Aber heute freuen wir uns, dass wir hier sein können, dass wir diese Räumlichkeit einweihen können. Und wir nutzen auch den letzten Schultag, um heute unsere Zeugnisausgabe hier durchzuführen, und freuen uns mit Frau Lehmann über diese schöne Räumlichkeit. Es muss aber keiner warten, bis die Ferien vorüber sind und die Schule wieder beginnt.
Da die neuen Räumlichkeiten rechtzeitig fertig wurden, fanden die Angebote Eingang in den Kinderkunstkompass. So werden an jedem Dienstag von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr Workshops, Kurse oder Aktionen angeboten. Die Palette reicht vom spielerischen Erleben des Schlosses über Tanzübungen bis hin zu einem Workshop über kreatives Zeichnen. Wer sich einbringen möchte in die Arbeit im neuen museumspädagogischen Kabinett des Schlosses, ist gern gesehen. Denn wie sagte Monika Lehmann, das Konzept ist fließend und soll ständig mit neuen Ideen gefüttert werden. Direkt aus Brasilien via Frankfurt am Main und Berlin ist der Güstrower Fußballtourist Helmut Hübner zu uns ins Studio gekommen. So erfahren Sie, liebe Zuschauer, aus erster Hand, wie es war, die Fußball-Weltmeisterschaft live in Brasilien zu erleben. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Herr Hübner, herzlich willkommen im Studio von Güstrow TV. Fangen wir doch gleich mit dem Endspiel gegen Argentinien mit diesen 120 Minuten an. Wie haben Sie die im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro erlebt? Ja, also da kann ich sagen, ich war auf jeden Fall unheimlich begeistert, genauso wie die ca. 6.000 deutschen Fußballfans. Ich musste natürlich auch anerkennen, und es gab natürlich auch Zitterminuten, als 300-prozentige Chancen der Argentinier Gott sei Dank nicht verwertet wurden. Aber nach dem 1-0-Siegtreffer durch Götze, wobei ich zu meinem Kameraden gesagt, nimmt bitte den Klose raus, der ja sonst gut ist, und bringt den Götze. Und genau das hat er getan und der machte das Tor. Also ich war überglücklich. Als die Entscheidung gefallen war, ging es in Deutschland auf Mitternacht zu. In Brasilien war es früher Abend. Haben Sie eine brasilianische Nacht gefeiert? Auf jeden Fall haben wir danach eine brasilianische Nacht gefeiert. Das ging nach dem Stadion zur Metro. Nach circa einer Dreiviertelstunde waren wir an der Copacabana und dann gab es ein FIFA-Fanfest. Und die deutschen Fans haben dort mehrere Stunden lang gefeiert, sodass wir erst gegen circa 0.30 Uhr von Maracanã, Rio de Janeiro, zu unserem Fancamp, 160 Kilometer in Cabo Frio, gefahren sind. Das ging dann bei einigen noch bis in die frühen Morgenstunden und bis einige wenige sogar bis Mittag, aber ich war da nicht dabei. Sie haben, wenn ich das richtig weiß, außer dem USA-Spiel alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft live erlebt. Haben Sie nach dem Spiel gegen Ghana und auch gegen Algerien noch geglaubt, dass wir Weltmeister werden? Nach dem Ghana-Spiel war ich fest überzeugt, dass wir den Titel immer noch erringen können, weil wir aufgrund des Rückstandes wieder zurückgekommen sind und die spielerische Leistung zwar mittelmäßig war, aber ich wusste ganz genau, dass man sich steigern muss. Nach dem Spiel gegen Algerien war ich immer noch davon überzeugt, weil trotz einer relativ schwachen Leistung der Innenverteidigung wir einen Weltklasse-Torwart hatten, der die Fehler der Innenverteidigung und der Verteidigung ausgebügelt hat. Und aufgrund dessen, dass man einen überragenden Torhüter hat, war ich davon überzeugt, und dass wir uns, wenn wir uns als Mannschaft steigern und mit dem Torwart werden wir den Titel mit Sicherheit erringen. Ich war von Anfang bis zum Ende vom Titel überzeugt. Wie waren eigentlich die Reaktionen der Brasilianer auf diese historische 7:1 Niederlage in Belo Horizonte? Auf der einen Seite muss ich sagen, sie waren natürlich bitter enttäuscht, so hoch gegen Deutschland verloren zu haben. Und sie haben ja auch, wie man die Fernsehbilder deutlich gezeigt haben, hat man gesehen, dass sie auch geweint haben. Man hatte auch Verständnis dafür. Andererseits nach dem Ausgang aus dem Stadion kamen viele Brasilianer, haben gratuliert, das muss man wirklich so sagen, und haben uns daneben gesagt, dass wir auf jeden Fall den Titel holen sollen. Und wenn gegen Argentinien, dann in jedem Fall, weil sie die Argentinier gar nicht mögen. Also wie gesagt, sie waren teilweise enttäuscht, aber ansonsten muss man sagen, von der deutschen Mannschaft überzeugt. Und die haben das auch eingeschätzt, dass wir eine überragende Leistung in dem Spiel geboten haben. Herr Hübner, Sie waren 32 Tage in Brasilien. Wie haben Sie außerhalb der Stadien Land und Leute kennengelernt? Erstmal muss man dazu sagen, dass Brasilien ja sehr schöne Landschaften hat. Und im Norden ist eine ärmlichere Region, aber wie gesagt, die Leute sind noch relativ zufrieden.
Gar keine Frage. Im Süden von Brasilien, ab Rio de Janeiro, vor allen Dingen bis Porto Alegre, gibt es die reiche Region. Und unser Halbfinalspiel in Belo Horizonte, das ist eine besonders reiche Stadt. Wie gesagt, die sind eigentlich sehr zufrieden. Man muss allerdings bedenken, dass, wie gesagt, 2/3 der Brasilianer, ca. 130 Millionen in ärmlichen Verhältnissen leben und immerhin 60 Millionen in guten bis sehr guten Verhältnissen. Und eins darf man auch nicht vergessen, immerhin ist Brasilien ein Land der Zukunft. Nach dem Bruttosozialprodukt sind sie an 7. Stelle in der Welt. In 2 Jahren gibt es die Europameisterschaft in Frankreich und in 4 Jahren müssen wir unseren Weltmeistertitel in Russland verteidigen. Wird Helmut Hübner da als Fußballtourist wieder dabei sein? In 2 Jahren in Frankreich, beziehungsweise auch in 4 Jahren in Russland, werde ich auf jeden Fall dabei sein, unter einer Bedingung, dass ich gesund bleibe. Und dafür muss ich natürlich etwas tun. Also man muss entsprechend die Ernährung vernünftig gestalten, für die Fitness etwas tun. Und ansonsten hoffe ich, dass, kann ich auch sagen, der liebe Gott mir hilft, dass ich wieder dabei sein kann. Herr Hübner, diese Gesundheit wünsche ich Ihnen. Herzlichen Dank für das Gespräch und erholen Sie sich von den Reisestrapazen. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ein neues Projekt der Uwe Jonsson Bibliothek, das Sommerfest der Güstrower Werkstätten und eine Ausstellung in der Landessportschule Güstrow sind die Themen unserer Nachrichten, die Sie jetzt sehen. Dass die Schüler Lust auf Ferien haben, ist keine Frage. Mit dem Angebot Ferienleselust will die Uwe Jonsson Bibliothek den Viert- bis Sechsklässlern zusätzlich Lust auf Bücher machen. 130 taufrische neue Bücher stehen in einem extra Regal und sind nur für die Teilnehmer des vom Land geförderten Projektes bestimmt. Anais und Hanna, 2 Elfjährige aus der Ecolea, informierten sich dieser Tage bei Bibliotheksmitarbeiter Tilman Wesolowski, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um an der Ferienleselust teilhaben zu können. Zunächst einmal können sich seit dem 1. Juli die Kinder anmelden und sie können sich bis zum Ende der Aktion anmelden. Auch wer sagt, irgendwie in den letzten Tagen der Ferien möchte ich noch dabei sein, der ist herzlich willkommen. Man kommt her, man kann sich auch die Kinder ganz alleine können das machen, mit einer kleinen Clubausweiskarte anmelden. Und die Bücher sind dann ganz exklusiv für sie. Nur die Ferienleseclub-Leser können sie in der Zeit ausleihen. Dann können Sie 2 bis 3 Bücher sich aussuchen, diese lesen, nach 2 Wochen wiederbringen, eventuell austauschen, wenn Sie möchten. Sie kriegen ein kleines Logbuch, da drin wird dann geschrieben. Der Titel, wir fragen kurz ab, ob Sie es auch wirklich gelesen haben. Und dann bekommen Sie einen Stempel. Und mit dem Stempel können Sie auch später mit dem Logbuch zu den Lehrern mit hingehen. Denn es ist auch die Empfehlung vom Bildungsminister gegeben worden, dass das als Leseleistung im kommenden Schuljahr anerkannt wird. Am 5. September findet der diesjährige Leseclub seinen Abschluss mit einer Party in der Bibliothek. Es wird Spiele, Spaß, kleine Knabbereien und eine Überraschung geben und die Kinder können sich über die gelesenen Bücher austauschen. Und sich natürlich neuen Lesestoff mitnehmen. Anais und Hanna haben für die Ferienzeit schon etwas gefunden. Ich habe mir das Buch Lotterleben ausgesucht, weil ich sonst auch immer sehr gerne Comic-Romane lese. Das Buch Die Insel der Nix ausgesucht, weil ich gerne Fantasy-Romane lese und das hier klingt nach sehr viel Fantasy. Anais will ihr Buch auf einem langen Flug lesen und Hanna ist sowieso eine Leseratte und freut sich auf immer neue Fantasy-Geschichten. Ein buntes Sommerfest feierten etwa 900 Menschen der Güstrower Werkstätten im Jahnstadion. Rund um die Welt lautete das Motto. Zum Anfang zogen Vertreter aller Erdteile in das Stadion und zeigten ihre Position auf der Weltkarte. An Ständen wurde über die Erdteile informiert, es gab Quizfragen und für den jeweiligen Kontinent typische Speisen und Getränke. Auch Kulturaufführungen gehörten dazu. Lange vorher hatten sich die Mitarbeiter und Angestellten der Güstrower Werkstätten auf diesen Tag vorbereitet. Wie auch die Fußballspieler, die ein Freundschaftsspiel zwischen dem Güstrower und dem Teterower Standort austrugen. Es endete mit 4:2 für Teterow. Seit über 20 Jahren gibt es die Güstrower Werkstätten inzwischen. Gab es zur Gründung 1993 ca. 180 Mitarbeiter, so hat sich die Zahl auf 900 Menschen mit und ohne Behinderung erhöht. Sie werden von 240 Angestellten betreut. Entsprechend gewachsen sind auch die Einrichtungen und Betätigungsfelder der Güstrower Werkstätten. Im Laufe der Jahre, wir bestehen insgesamt 20 Jahre, sind weitere Angebote dazugekommen. Zum Beispiel im Bereich Wohnen, was also erweitert wurde um das Angebot ambulant begleitetes Wohnen in Standorten, also mit Standorten in Güstrow, in Teterow und in Bützow.
Es gibt Tagesstätten in Güstrow und eine Tagesstätte in Teterow. Es gibt für schwerst mehrfach behinderte Menschen Tagesförderstätten in Güstrow und in Teterow. Und die Anne-Frank-Schule, die ich vorhin erwähnt habe, natürlich gehört also mit zu den jüngsten Gliedern der Kette. Gesellschafter der Güstrower Werkstatten, in denen Menschen mit und ohne geistige, körperliche und psychische Behinderungen beschäftigt, gefördert und qualifiziert werden, sind der Landkreis Rostock und das Diakonische Werk Mecklenburg-Vorpommern. Ausstellungseröffnung in der Landessportschule Güstrow. Schüler aus 9., 11. und 12. Klassen des John-Brinkmann-Gymnasiums fertigten in Kreativkursen und in Projektwochen künstlerische Arbeiten zum Thema Sport und Bewegung an. In der ersten und zweiten Etage im Seminargebäude der Schule sind 25 Acrylarbeiten auf Leinwand, 6 aus Draht gefertigte Plastiken und 20 kolorierte Radierungen ausgestellt. Kunstlehrer Andreas Tessenow bewertet die Arbeiten. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es ist also auch das letzte Projekt, was ich mit Schülern hier verwirklicht habe. Also ich habe ja bereits während der Zeit am Distelberg, Barlach und dann Brinkmann-Gymnasium, also in mehreren öffentlichen Einrichtungen Güstrows gearbeitet mit Schülern. Das ist das letzte Projekt und ich bin also sehr zufrieden, vor allen Dingen aufgrund dieser hohen, dieser besonderen Kreativität der Arbeiten und dass wirklich jeder Schüler, dass es jedem Schüler gelungen ist, seine ganz eigenen individuellen Lösungen zu finden. Erste Kontakte zwischen dem Lehrer und dem Leiter der Sportschule, Detlef Müller, gab es vor 2 Jahren. Dabei verabredete man das Projekt, ohne eine genaue Zeit zu vereinbaren. Vor 10 Monaten griffen beide Partner die Idee wieder auf und begannen mit der Umsetzung. Detlef Müller erzählt, wer die Besucher der ständigen Ausstellung sein werden. Wir haben also 12.000 Gäste, die bei uns in diesem Jahr übernachten, dazu 8.000 Tagesgäste. Überwiegend ja im Bereich des Sports bilden wir hier Trainer und Übungsleiter aus, die neben der Ausbildung dann auch hier fortgebildet werden. Wir haben sehr viele Trainingslehrgänge bei uns in fast 30 Sportarten in diesem Jahr. Die anstehenden Ferien sind auch wieder prall gefüllt mit Talentferiencamps der Fußballer, mit Leichtathleten, rhythmischen Sportgymnasten und sehr vielen anderen Sportarten. Und wie gesagt, wir sind an 50 Wochen mit Ausnahme von Weihnachten und Neujahr eigentlich hier rund um die Uhr belegt. Viele Sportler werden ihre Sportart künstlerisch dargestellt wiederfinden. Für alpine Disziplinen, die einige Schüler als Motiv gewählt haben, fehlen aber an der Sportschule die natürlichen Voraussetzungen. Kino für Kinder gibt es am Donnerstag, dem 24. Juli um 15 Uhr im Kinderjugendkunsthaus. Der Filmclub Güstrow zeigt das Märchen Der gestiefelte Kater. Ja, und diese Empfehlungen habe ich noch für Sie. Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Die MacProms 2014 on Tour machen am Dienstag, dem 22. Juli um 20 Uhr Station auf dem Domplatz. Auf dem Programm stehen Klänge aus dem WM-Gastgeberland Brasilien, Kompositionen von Franz Leha, Johann Strauss, Andrew Lloyd Webber und anderen. Und die Highlights der Londoner Last Night of the Proms werden ebenfalls nicht fehlen. Den Bienen zugeschaut heißt es am Mittwoch, dem 23. Juli in der Schauimkerei Zielke. Zwischen 9 und 12 Uhr besteht die Möglichkeit, viel Wissenswertes über die fleißigen Bienen zu erfahren, ihr Leben im Volk kennenzulernen und den Honig zu kosten. Der Termin ist Teil des im Kinderkunstkompass ausgewiesenen Sommerferienprogramms. Zu einem Filmabend mit anschließender Diskussion wird am Freitag, dem 25. Juli um 17 Uhr, in das Wirtschaftsgebäude des Schlosses eingeladen. Gezeigt wird der 2012 von Regisseur Dieter Schumann gedrehte Dokumentarfilm Tanz des Lebens. Der Regisseur wird anwesend sein und sich den Fragen des Publikums stellen. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Güstrow TV angekommen. Das nächste Mal sehen Sie unter anderem einen Bericht von der Eröffnung der Ausstellung mit Michael Jastram in der Städtischen Galerie Wollhalle. Bis dahin also tschüss und alles Gute für Sie. Das Wochenendwetter Heiter Biss wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Hallo
liebe Zuschauer von Güstrow TV. Wir befinden uns hier am Inselsee. Mein Name ist Diette und wir kommen vom Südstadtclub und ich habe heute die Lea zu meiner Rechten und die Emmy zu meiner Linken mit dabei. Und wir werden euch heute das Wetter vorhersagen und ansonsten seht ihr uns ab 1. August oder im August einmal im Monat auf Güstrow TV. Am Samstag sind es 32 Grad, es ist kein Regen und es ist purer Sonnenschein. Am Sonntag wird es 33 Grad und es ist purer Sonnenschein. Vergesst nicht, die Sonnencreme einzupacken. Sonnencreme einpacken, Badebikini nicht vergessen und dann wünschen wir euch am See viel Spaß. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.